So, zu einem Wurftrank der Vergiftung. Und wir kommen zurück bei einem neuen Part. Im letzten Part wurde leider die Aufnahme abgebrochen. Habe ich erst ein bisschen spät bemerkt, aber nicht allzu spät. Also ich habe bis jetzt nichts gemacht, bis auf diese Wurftränke hier und sonst, ja, eigentlich nichts. Okay, jetzt geht's hier weiter. Was machen wir denn heute? Erstmal Looking for, erstmal Tagebuch kontrollieren. Mauern unser Haus weiter, bla 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 bla. Ist gerade in bla 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 bla. Gehen jetzt in den Nette ein paar Lohen jagen. Smiley. Okay, dann mache ich jetzt eine Aufnahme. 3. Haben eine Stange ergattern können und haben auch schon ein paar Tränke hergestellt. Nächste Seite. Jetzt bauen wir ein größeres. Es gibt sogar ein scharfes S. Gehege für unsere Viecher. Okay, fertig. Und ja, dafür brauchen wir zuerst Holz. Moment, ich bin immer noch im Pussy-Modus. Ich habe gestern ja noch an der Let's Show weitergespielt. Ich glaube, ich könnte mal echt mal wieder ein Let's Show im Part machen. Naja, der letzte Let's Show Part, der war ja völlig scheiße, sag ich mal. Oh, und die Bäume sind gewachsen. Aber ich mag keine großen Bäume. Ich hasse große Bäume, like you. Dich werde ich abfackeln. Nachdem ich dich abgeholzt habe. Naja, wir sind jetzt zum Glück auf einer höheren Ebene, da ist es leichter, diesen Baum abzuholzen. Und die Hundis bewachen immer noch das Haus. Brave Hundis. Ich sammle mal wieder Holz, weil ich kein Leben habe. Ja gut, das Holz können wir ja für später verwenden. Außerdem müssen wir hier eh diese Bäume wieder wegkriegen, die wir vom Papas gepflanzt haben. Was ich nicht hätte machen sollen, naja. Ich hätte woanders pflanzen sollen. Egal, und dann suchen wir ein paar Tiere. Also zuerst bauen wir das Gehege. Ne, zuerst fällen wir erstmal diesen Wald hier weg. Dann tun wir ein bisschen die Landschaftsebenen. Terraforming auf gut Deutsch und dann suchen wir die Tiere und ja, vielleicht bauen wir hier noch ein paar Melonen an oder Getreide. Also ich baue hier nur Melonen, Getreide und Zuckerrohr und Kakaobohnen an, mehr nicht. Boah, ich glaube, das reicht für unser Let's Play. Wir brauchen ja kein riesengroßes keine riesengroße Farm wie der Gronkh. Also für unsere Verhältnisse wird es schon reichen. So, diesen Baum, die sind aneinander gewachsen, die Bäume. Sieht man auch nicht alle Tage. So, ich holze mal nicht ab, damit die hier drauf stampfen können, damit hier dann, wir dann mehr mitnehmen können. Übrigens höre ich jetzt wieder die Musik. Ich habe jetzt wieder meinen Fraps zum Mikrofon optimiert. War eigentlich ganz simpel. Man muss das einfach als Standardmikrofon auswählen und dann geht's. Weil vorher habe ich das immer mit als System-Sound gemacht. Habe ich es so gemacht, dass man mich hört, was ich sage, also über den PC her. Ja, und dadurch habe ich mich doppelt gehört, was die Aufnahme manchmal versaut hat, aber na gut. Das war früher, jetzt erzählt die Gegenwart. So, hier kommen wir nicht mehr hin, aber ein paar Blätter versuche ich jetzt noch mitzunehmen. Ach, eine Schere wäre hier vom Vorteil, aber ich bin mal wieder zu geizig fürs Eisen sammeln. Brauchen unbedingt mehr Eisen. Aber ich habe ja immer so viel Schiss vor einer Höhlenerkundung. Ach, was soll's, jetzt nehme ich die Schere, ist scheiß drauf. Wir gehen jetzt dann eh nach Part 50 auf einer Höhlenerkundung. Ich habe keine Ahnung, wofür die Leaves brauchen können. Vielleicht bauen wir uns eine Hecke damit oder sowas. Mal looking. So, hier noch. Oh, da ist was ins Wasser gefallen. Was, ein Creeper? Ne, es war nur, also es waren nur die Blätter hier. Na gut, meine Phobie macht sich wieder bemerkbar.
Und jetzt, ah, der Baum, der, den nehmen wir auch gleich mit. Nicht, dass er dann plötzlich wieder zum Mega-Baum wächst und wir dann wieder so Millionen Jahre den abbauen müssen. So wie bei dem hier. Eieiei, ich glaube. Ich glaube, ich hole mir ein Feuerzeug und fackel das weg. Weil ich habe jetzt keine Lust, den abzubauen. Weil ich so faul bin. Na, vielleicht klappt's so. Nee. Funktioniert nicht, schade. Okay, ich werde diesen Baum bzw. dieses Gestrüpp da oben abfackeln, nachdem ich diese kleinen Minibäume hier noch mitgenommen habe. Mit der Eisenspitzhacke geht es ja ganz flott. Hat die eine Verzauberung? Nee. Ich möchte mir übrigens auch bald eine Verzauberung Level 30 machen. Dann können wir uns sämtliche Spitzhacken sparen. Bzw. alle Schaufeln oder Äxte oder wie auch immer. Denn die Verzauberung der Stufe 30 ist das Beste, was es gibt. Damit kann man die Blöcke sofort abbauen. Das ist so, als würde man hier mit dem Creative-Modus rumlaufen und einfach so Blöcke abbauen. So schnell geht es mit der verzauberten Spitzhacke Stufe 3. Sofern sie die Fähigkeit schnellerer Abbau hat oder wie auch immer das auch heißt. Gut. Mamiz! Miau! 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 Wo kommst du denn her? Ich dachte, ich hätte dich hier hinsetzen lassen. Naja. Schade, dass Miezen nicht so Mobs, NPCs angreifen, sondern so feindliche NPCs. Zum Beispiel, ja, gut, Creeper tun sie verjagen, das ist ein Vorteil. Wir haben jetzt zum Beispiel unser ganzes Haus mit Katzen umzäunen würden, dann wären wir hier Creeper sicher. Oder in Höhlen eine Katze immer mitnehmen, dann würden die sich schwer tun, uns zu überraschen. Ich glaube, das werde ich dann auch machen. Dann nehme ich eine Katze mit bei einer Höhenerkundung. Die kriegen ja keinen Fallschaden, also die kann ich ruhig dann eine Klippe runterschubsen. Ich frage mich, welche Höhle wir dann erkunden wollen. Wollen wir die Höhle mit der Klippe nehmen? Ich glaube, ich nehme die mit der Klippe. Die sieht sehr verlockend aus zu erkunden. Oh, da ist Wolle. Oh, da ist eine Höhle. Jetzt nicht mehr. Ich werde die Monster... Na gut, dann eben mit Soul Sand, ist ja egal. Und beim nächsten Mal werden wir das dann durch einen Eisenblock ersetzen, nachdem wir eine Höhlenerkundung gemacht haben und wir so viel Eisen dann gesammelt haben. Ach, diesen Baum, den kann ich auch noch mitnehmen. Wenn wir schon beim Holzfällen sind, dann nähe ich diesen Part Holzfäller Simulator 2013. Na, wo wir noch nicht 2013 haben. Ich wollte ja noch die, also noch ein paar Ranken aufstellen. Aber zuerst mache ich es so, ich nehme zuerst das hier mit und tue da Holzstämme hin. Ich hoffe, jetzt werden sie nicht wieder falsch platziert wegen 1.3.1. So. Und jetzt falle ich da mal schnell runter. Zack und zack. Ja, sieht nicht so perfekt aus, aber besser ist nichts, ne? Diesen Block hätte ich auch noch wegmachen sollen. Oh, es wird Nacht! Muss pennen! Sonst kriege ich Ärger von Mami und Papi, weil ich so spät noch auf bin. Wo ist unsere Sonnenuhr? Sonnenuhr, wo bist du? Da ist sie. Sonnenuhrchen, na was geht? Sonnenuhrchen, ja. So, jetzt aber. Ja, also geht doch. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Penis schreibe so im Chat, aber nee, das wollen wir hier nicht. Wir sind hier. Ich bin hier ein vernünftiger Let's Player, ne? Komm. Okay. Das musste jetzt sein. So, jetzt habe ich los. Warum auch immer. Penis. Lol. Das wäre so ein lustiger Cheat, wenn man so Penis eintippt und dann sich so, ich werde hier langsam pervers hier. Ich sollte das jetzt lassen, ach ja, ich wollte diesen Gestrüpp da abfackeln. Und da haben wir eigentlich noch Feuerzeug. Ich muss im Keller nachschauen. Nachdem ich hier noch was gefressen habe, wir haben hier ja einen schönen Apfel gefunden. Nam, 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 nam. Ah, Kakaobohnen sind gewachsen. Und eine Melone. Sehr schön. So, ich nehme die mal mit. Die wollen wir später farmen wollen. Dann hier noch eine Melone, eine frische Melone. Ne, das war total sinnfrei, hier mit der Schere die abzuholzen.
So, hier noch ein paar Melonen. Dann noch. Wir können die Melonen auch zum Bauen verwenden. Damit können wir zum Beispiel so, so was zum Tarnen bauen. So, ja, keine Ahnung. So was zum Tarnen halt eben, ne? So ein Creeper aus Melonen bauen. So einen grünen Creeper. Aber normalerweise baut man so Creeper, mit Wolle, mit grüner Wolle. So, wo habe ich denn hier Feuer? Hier ist Feuerzeug. Ich lagere mal schnell die Melone und das ganze Holz rein. So. Die Melonen habe ich nicht gelagert. Ist ja mal wieder toll, Kevin. Super gesagt. Ich lagere die Melonen und dann lagere ich sie doch nicht. Naja. So, hier weg mit diesem Scheiß da. Weg damit. Oh, brenne. Gleich kommt der Umweltschutz her, weil ich die Atmosphäre verrauchen tue. Schaut das doch, schaut hin. Das ist die Wunde der Natur. Brennende Bäume. Na gut, es sieht eher nach globaler Erwärmung aus, aber naja. Gut, wie will ich das denn jetzt machen? Ich muss hier das Ganze ebnen. Und zwar baue ich dafür eine Schaufel. Ich glaube, da gönne ich mir sogar eine Diamantenschaufel. Das Doofe ist, die Diamanten haben wir gerade in der Spinnfalle. Ich habe jetzt keine Lust, sie jetzt zu holen. Das heißt, ich mache mir jetzt einfach mal zwei Eisenschaufeln, ist ja auch egal. Und wir haben hier eine fast kaputte und sonst nichts mehr. Haben wir hier im Ofen vielleicht noch ein bisschen Eisen. Ja, ein paar Steaks haben wir hier. Und tja, sonst nichts. Das ist auch nichts. Ich glaube, ich nehme noch ein paar Ranken mit. Den können wir dann gleich anbringen in unser Haus außen. Und hier ein bisschen Ton. Knochen, Knochen. Ich hab hier. Okay, ich sollte nicht anfangen zu singen, sonst gewöhne ich es mir wieder an zu singen. So, ich gebe mir jetzt mal zwei hier, da zwei Eisenbarren. Und dann, ja, mache ich mir zwei Eisenschaufeln. Und dann tun wir ein bisschen Terraforming betreiben. Nein, Moment, wir haben bestimmt noch ein paar Sticks. Nein, haben wir nicht. Schade. Okay, dann mache ich mir einfach welche aus Tropenholz. So, 1, 2, 1, 2. Dann kommt das da rein und neue Eisenschaufeln haben wir dabei. Gut, die Eisenschaufeln, die legen wir da mal hin. Okay, ich glaube, das Schwert lasse ich mal hier als Zwischenoption drin. Dann eine Spitzhacke wäre auch nicht schlecht, wenn man schon kann. Nee, ich glaube kaum, dass wir hier auf Steine stoßen werden. Und wenn doch, dann mache ich mir halt schnell eine. So, zuerst möchte ich diese hier kaputt machen, damit wir hier diesen Slot freikriegen. Oder können wir die vielleicht schon sogar schon kombinieren? Moment. Ne, geht leider noch nicht. Schade. Ach, verdammt. So. Ja, jetzt kann es ein bisschen langweilig werden, aber das gehört leider zu Minecraft dazu. So, ich habe mal wieder keine Themen, weil ich nicht so der Themenman bin. Themenman könnte man als Superman nehmen. Die neuen Abenteuer von Themenman. Am 14. September im Kino. Miets? Ah, du bist keine Miets. Du bist nur ein scheiß Hund. Na, schaut's mir beim Bauen zu, hä? Komm, bewegt eure faulen Ärsche und baut auch was. Hier habt ihr eine Schaufel. So. Jetzt bauen wir mal hier weiter ein bisschen was weg. Weg, weg, weg. Okay, die Schaufel nehme ich natürlich wieder mit. Das war ja natürlich ein Joke, ne? Ein kleiner Joke. Hä, mit meiner Schaufel. Ihr seid unnötig. Diese Tiere sind unnötig. Dum, dum, dum. Nein, ich fange jetzt nicht zum Singen an. Ich werde jetzt euch irgendwie mit Quatschen unterhalten und nicht durch mein schlechtes Gesinge. Was quatsche ich denn jetzt da? Ich muss mal wieder um den heißen Brei reden, wie Master Davis. Ja, ihr seht, mir fallen keine Themen ein. Ich bin nicht so der großartige Redner. Warum mache ich dann Let's Plays, wenn ich kein großer Redner bin? Keine Ahnung. Let's Plays macht mir einfach Spaß. Es geht ja nicht darum, dass man besser kommentieren kann als andere, sondern
sondern dass es Spaß machen soll. Also wer Spaß an Let's Playen hat, der soll ruhig Let's Playen. Also das ist so mein meine Art zum Let's Playen. Ich kommentiere halt je nachdem, wie Spaß ich halt habe. Wenn ich zum Beispiel ganz depri bin, dann kommentiere ich meistens ein bisschen trauriger, oder wenn ich wütend bin, dann ein bisschen aggressiver, kann man ja auch im Yu-Gi-Oh! Let's Play erkennen. Wo ich da jedes Mal einen Freakout hatte, wenn der Gegner mich gewonnen hätte, hat mit irgendeiner Scheißkarte. Naja, aber ansonsten, Let's Play ich immer so, rede ich immer so im Let's Play, also meine Stimmung, wie ich Lust habe. Also, ja, meine Stimmung ist gleich der Spielspaß. Das heißt, je mehr, je besser ich kommentiere, desto mehr Spaß habe ich gerade am Spielen. So ist es bei mir, bei anderen Let's Playern ist es bestimmt anders. Aber naja, so. Und jetzt habe ich euch ganz gut unterhalten können, auch wenn es nicht viel war und aber wir haben hier schon ein ganz großes Stück hier abgebaut. Ihr seht, die Schaufel haben wir auch schon fast verbraucht, die zweite Schaufel, und es ist eine Eisenschaufel, wohlgemerkt. So, ich glaube, diesen See müssen wir dann schließen. Oh verdammt, wird es wieder Nacht? Nein, wir haben noch genug Zeit, wir haben noch genug Zeit. Paranoia, bleibt geduldig noch ein bisschen, Paranoia, dann kannst du dich zeigen. Ich hoffe, jetzt fallen wir in keine Höhle rein. Oh, ich bin reingefallen in eine Höhle. Oh, voll lustig. Die Schafe beobachten uns auch beim Schaufeln zu. Na, hier Leute, Spanking. Nee, Spaß. Zack, zack. Ah, hier haben wir noch ein paar Seerosen. Sehr rasend, dann wollen wir sie mitnehmen. Warum heißen die eigentlich Seerosen? Die sehen doch nicht aus wie Rosen. Warum heißen Seerosen Seerosen? Wisst ihr das? Ich meine, die können auch Seeblätter heißen. Ja gut, Seeblätter heißen, werden die auch manchmal genannt, glaube ich. Aber Seerosen, also Seeblätter klingt besser irgendwie, weil die sehen ja eher aus wie Blätter und nicht nach Rosen. So, nehmen wir das ja auch noch mit, ist ja egal. Dam, dam, dam. Habt ihr eigentlich schon mal was gegraben, so richtig gegraben? Oh, wir sind voll. Okay, dann quatsche ich später weiter. Wir haben eine Steinspitzhacke, die fast kaputt ist. Ich glaube, die ist es ein bisschen mehr wert, weggeschmissen zu werden. Ich glaube, das ist noch eine Verbraucherung. Noch eine Verbraucherung oder so, keine Ahnung. So, habt ihr eigentlich schon mal was gegraben? Also so richtig tief gegraben? So als ihr klein wart, so im Sandkasten zum Beispiel, so versucht sich so tief wie möglich zu graben. Also ja, ich schon. Ich habe mal im, also wir haben bei also wir haben so eine Garten-Dingsbums, ne, so eine Gartenanlage. Da mussten wir mal ein bisschen Terraforming betreiben und die Erde ein bisschen so hinbauen, dass das Ganze so, dass da keine Löcher mehr da sind, so wie wir es hier machen. Dass alles halt schön eben aussieht, und das war vielleicht eine Arbeit, das habe ich im Sommer gemacht, also in diesem Sommer sogar schon. Da habe ich vielleicht geschwitzt, oh meine Fresse, und ich glaube, die Schafe nehme ich noch mit, bevor ich ratzen gehe. Nein, du büchst hier nicht aus. Denk nicht mal dran auszubüchsen. Du bist auch ein hässliches Schaf. Komm, ich rasiere deine Federn ab. Das wäre eigentlich eine Idee, wenn man Hühner die Federn abrasieren könnte mit einer Schere. Eieiei, was machst du denn da? Verdammt, wir haben noch... Ja, ich muss mal wieder was wegschmeißen. Okay, die Seerosen schmeiße ich wieder weg. Und, was ist denn noch unnötig, das da? So. Nein! Dann hier, da. Oh, kein neues Huhn. Schade. Nein! Na gut, dann ist es eben unser Glücksblock, ne? Ein Glücksblock. Jeder sollte einen Glücksblock neben seinem Haus haben. Soll angeblich böse Viecher vertreiben. Habe ich so gehört in der Sage. Baut immer neben eurem Haus einen Steinblock. Und ihr werdet sicher vor feindlichen NPCs sein. Ein bisschen Spaß. Okay. Und plötzlich fängt mein ganzes Haus an zu. Und plötzlich fängt meine Bude an zu fackeln. Ich glaube, das lege ich besser weg. Nicht, dass ich da noch irgendwelchen Unfug treibe. So, jetzt haben wir auch gleichzeitig ein bisschen Erde. Ich glaube, ich lagere noch mehr in meine Truhe rein. Ich glaube, ich lagere sogar alles in meine Truhe rein, dass ich. Oh, voll, Kiste voll. Wir müssen mal wieder aussortieren. Ich glaube, das werde ich vor Part 50 machen. So, die ganzen Sachen aussortieren. Okay.
Okay, ja, die Axt, die brauchen wir, ja, die brauchen wir nicht mehr, ne? Ja, die Erde brauchen wir, die Erde brauchen wir. So, Erde, 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 ich bring dich unter die Erde, sofern du nicht tot bist. Ja, sofern du tot bist, meine ich, ne? Ich bin hier kein Mörder, ich bringe hier niemanden unter die Erde, der schon lebt, ne? Das wäre ja schon, keine Ahnung was. Okay, haben wir noch irgendwo Erde drin? Erde? Nein. Erde? Nein. Erde? Nein. Na gut, hier sind keine Erde, ist keine Erde drin. Wir haben ja vor kurzem. Wir können noch ein paar Ranken mitnehmen. Ich achte irgendwie gar nicht auf die Schilder. Ich schaue immer, was da. Ich schaue halt immer, was da irgendwie was ist. Keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt keine Lust da nach Blättern zu suchen, beziehungsweise nach Ranken. Oder haben wir hier vielleicht Ranken drin? Nein, haben wir nicht, aber wir haben hier ein bisschen Erde noch drin. Was ist das? Fichtenholz brennt. Was brennt? Das sieht aus wie Erde. Okay, hier noch ein bisschen Erde, okay. Gut, dann machen wir jetzt das noch zu und dann heißt es.